Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich würde gerne eingangs zu drei Themen etwas sagen. Lassen Sie mich beginnen mit der Situation im Irak, in Syrien, an den Grenzen zur Türkei. Das ist eine dramatische Situation, die wir dort erleben. Wir sehen die Bilder mittlerweile jeden Tag. Ich will zwei Dinge sagen zu dieser Situation. Zum einen, dass wir dabei bleiben als Linke, dass es zwingend notwendig ist, dass die Vereinten Nationen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ich glaube, dass die Vollversammlung, die jetzt ansteht, eine gute und zwingende Gelegenheit ist, die genutzt werden muss. Wir haben immer Skepsis geäußert und dabei bleiben wir, dass eine willkürlich zusammengesetzte Koalition dort das Heft des Handelns in der Hand haben sollte. Völkerrecht ist der entscheidende Punkt und völkerrechtlich kann man in einem solchen Fall nur vorgehen, wenn es über die Vereinten Nationen ein abgestimmtes Agieren gibt. Und die zweite Bemerkung, die ich dazu machen will, ich will davor warnen, zu glauben, dass mit einer militärischen Intervention ohne jede politische Strategie für diese Region eine Lösung herbeizuführen wäre. Ich will daran erinnern, dass die letzte große militärische Intervention in dieser Region, der Irakkrieg, einer der wesentlichen Ausgangspunkte für die jetzige Misere ist, die wir dort zu beklagen haben. Aus unserer Sicht geht es im Moment zunächst einmal um humanitäre Hilfe, vor allen Dingen an den Grenzen. Das Verhalten der Türkei ist inakzeptabel und wir müssen erwarten, dass sowohl die Europäische Union als auch die NATO der türkischen Regierung sehr deutlich mitteilen, dass wir erwarten, dass es dort eine spürbare Kurskorrektur gibt, dass die Grenzen für die Flüchtlinge geöffnet werden, dass es Korridore gibt und dass es auch nicht sein kann, dass die IS die Grenzregion zur Türkei möglicherweise sogar als Unterschlupf nutzen kann. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann von der Türkei. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich heute ansprechen will, die generelle Flüchtlingssituation. Auch hier leider keine neue Situation. Wir haben mittlerweile jede Woche neue dramatische Bilder und Nachrichten, die uns erreichen. Ich will aber erst etwas zur innenpolitischen Debatte sagen. Offensichtlich ist es so, dass das Abschneiden auch der Alternative für Deutschland in den letzten drei Landtagswahlen dazu geführt hat, dass die Große Koalition, Union und SPD meinen jetzt in einer das Boot ist voll Rhetorik eine solche Entwicklung stoppen zu können. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Das, was wir erlebt haben zum Thema Asyl in der letzten Woche im Bundesrat, ist ein Trauerspiel und ein Skandal. Und ich bin erschüttert, dass es ausgerechnet das grün-rot regierte Baden-Württemberg ist, mit einem grünen Ministerpräsidenten, was den Weg dafür freigemacht hat. Und will an der Stelle auch betonen, dass das rot-rote Brandenburg sich einem solchen Deal verweigert hat und sich nicht hat einkaufen lassen. Wenn wir angesichts der Situation im Nahen und Mittleren Osten, aber auch anderswo in der Politik immer wieder sehr bedauernde Worte hören über die Situation der Menschen vor Ort und die Flüchtlingsströme, dann ist es inakzeptabel, dass wir gleichzeitig alles unternehmen, in Deutschland und in der Europäischen Union, uns abzuschotten gegen diese Flüchtlingsströme und das Asylrecht weiter und weiter einschränken. Das Gegenteil ist notwendig und wir erwarten, dass die Bundesrepublik auch ihrerseits, dass die Flüchtlingskontingente deutlich aufstockt. Wir können viel mehr tun. Ansonsten sorgen wir mit dafür als reiches Land, dass die Staaten an den Grenzen zur Europäischen Union in dieser Überforderungssituation bleiben. Letzte Bemerkung, die ich machen will, ist zu den Sondierungsgesprächen in Brandenburg und in Thüringen, die diese Woche ihre Fortsetzung finden. Ich will mich eigentlich auch nur deswegen äußern, weil ja andere Bundespolitiker anderer Parteien von den Grünen und von der SPD sich in den letzten Tagen auch fanden, äußern zu müssen. Das war wenig hilfreich. Und ich hoffe, dass bei SPD und Grünen die Entscheidungsprozesse so laufen, wie sie bei uns laufen, nämlich dass in Thüringen entschieden wird, was in Thüringen passiert und dass in Brandenburg entschieden wird, wie es in Brandenburg weitergeht.
Beide Landesspitzen, sowohl die Thüringer als auch die brandenburgische Landesspitze der Linken, haben unsere Unterstützung als Bundespartei in diesen Gesprächen und in ihrem Bemühen, sehr konstruktiv zu sondieren und Mehrheiten gegen die Union in beiden Ländern zu finden. Dankeschön.